Herzlich willkommen zu MaxTube News im Sommer 2016. Nach über 6 Jahren an der Max-Eid-Schule Alsfeld verließ Oberstudiendirektorin Claudia Galetzka aus persönlichen Gründen die Schule. Sie wechselte an die kaufmännischen Schulen in Hanau, die deutlich näher an ihrem Heimatort liegen. Studiendirektor Helmut Reitschke, der stellvertretende Schulleiter der MES, würdigte neben ihrem außerordentlich hohen beruflichen Engagement insbesondere die vertrauensvolle und wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit. Wer die Nachfolge von Frau Galetzka antreten wird, steht zurzeit noch nicht fest. Der stellvertretende Schulleiter Helmut Reitschke übernimmt bis dahin die Führung der Max-Eid-Schule. Wir wünschen unserer ehemaligen Chefin alles Gute in Hanau und bedanken uns für die gute Zeit mit ihr. Unter dem Motto Lost in Details präsentierten die Maß- und Modeschneiderinnen an der Max-Eid-Schule ihre selbst entworfenen und gefertigten Modelle. Das Hauptaugenmerk der Modenschau lag dabei in diesem Jahr auf Schmucktechniken, die mit viel Liebe zum Detail angefertigt wurden. Das Spektrum war gewaltig, von 3D-Effekten wie aufwendigen Aufschneidetechniken oder außergewöhnlichen Patchwork-Arbeiten über schillernde Pailletten und Perlenverzierungen bis hin zu imposanten Arbeiten mit nicht-textilen Materialien wurden dem Publikum atemberaubende Outfits präsentiert. Am 4. Mai veranstaltete der diesjährige Abiturjahrgang des beruflichen Gymnasiums seinen Abi-Streich. Bei strahlendem Sonnenschein lieferten sich Lehrer und Schüler spannende Wettkämpfe im Bobbycar-Fahren, Tauziehen, beim Eierlaufen oder Mohrenkopf-Wettessen. Mit dabei auch der stellvertretende Schulleiter Helmut Reitschke und Abteilungsleiterin Charlotte Falk. Zwei spannende Projekte wurden von der Klasse 12 FOT im Unterricht von Helmut Reitschke und Markus Stöppler umgesetzt. Eine Gruppe baute ein horizontales Windrad aus Metall. Alle benötigten Bauteile wurden von den Schülerinnen und Schülern hergestellt und zusammengeschweißt. Das Team Hovercraft stellte ein ferngesteuertes Luftkissenfahrzeug her. Die physikalischen Voraussetzungen für den Auftrieb des kleinen Schwebefahrzeuges mussten gelöst werden, was auch in überzeugender Weise gelang. Das nächste Projekt ist bereits in Planung. Ein Elektro-Trabi soll entstehen. Parallel zur EM wurde der diesjährige MES Cup im Erlenstadion ausgespielt. Bei strahlendem Sonnenschein hatten die teilnehmenden Mannschaften der Max-Eid-Schule viel Spaß am Turnier. Wie man es von einem guten Fußballspiel erwartet, wurde mit sportlicher Fairness hart um jeden Ball gekämpft. Das Finale gewann der FC Sevilla gegen den FC Stracke mit 1:0. Dritter wurde der FC Frieden, der sich im kleinen Finale gegen den FC Löwe durchsetzte. Die Fachgruppe Holztechnik der MES bietet seit Jahren die Zusatzqualifikation zur CNC-Fachkraft für holztechnische Berufe an und leistet somit einen wichtigen Beitrag für die fachliche Qualifikation junger Menschen im Vogelsberg. Umso erfreulicher, dass Landrat Göhrig am 23. Juni eine neue 5-Achs-CNC-Maschine einweihen durfte. Mit dieser neuen CNC-Technologie wird ein wichtiger Standard für eine zeitgemäße und praxisnahe Ausbildung für die holztechnischen Berufe an der Max-Eid-Schule gewährleistet. Der Roboter steht im Wertungsfeld. Das Team wartet voller Anspannung auf das Startsignal. Wird sich das stundenlange Programmieren auszahlen? Am 11. Juni 2016 fand der alljährliche Wettbewerb RoboSax im Johannes-Kepler-Gymnasium in Chemnitz statt. Insgesamt 11 Schulen hatten sich für diesen Wettbewerb angemeldet. Die Teams mussten im Vorfeld des Wettbewerbs viel Denk-, Bastel- und Programmierarbeit an den Tag legen, um mehrere Aufgaben zu erfüllen. Sowohl Teamgeist als auch Kreativität waren Voraussetzungen für den Erfolg am Wettbewerbstag. Das Team Alsfeld errang hierbei den erfolgreichen 2. Platz. Für unsere Schule gingen an den Start Stefan Fischer, Lukas Krehling, André Sinner, Jonathan Steuernagel und David Koch als Teamleiter. Herzlichen Glückwunsch auch von uns.
Um den Themenkomplex Nachhaltigkeit und Umweltschutz ging es bei der ganztägigen Veranstaltung in der Aula der Max-Alt-Schule. Holger Krohn und Fabian de Long moderierten diesen interessanten und aufschlussreichen Vortrag unter der Überschrift Reduce. Über 300 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule und des beruflichen Gymnasiums verfolgten die Beiträge und beteiligten sich an den Diskussionen. Auch Schirmer Landrat Manfred Görig sowie das Geschäftsführer-Ehepaar Ralf und Tanja Bohn von der B&T Group gehörten zu den interessierten Besuchern. Europaschulkoordinator Michael Koch freute sich über diese Veranstaltung, da sie das Jahresprojekt Natürlich Europa, natürlich an der MES hervorragend ergänzen. Mit unserer Reihe Grill That leisten wir als MaxTube-Team auch ein Stück Lebenshilfe bzw. Überlebenshilfe. Kollege Mogel, bitte. Irgendwas ist hier in meiner Tasche drin. Oh, so ein Zufall, ein Ei. Was machen wir denn jetzt damit? Ich würde vorschlagen, wir versuchen das mal irgendwie zu grillen. Das Problem ist, mit dem Grill hier ist nicht mehr sonderlich viel los. Vorschlag, fragen wir doch mal die Caro Bauer. Moin Moin. Moin. Ich hätte da gerne mal ein Problem. Ich habe hier ein Ei. Ja. Und dieses Ei hätte ich gern in ein Spiegelei umgewandelt. Das ist überhaupt kein Problem. Da gehen wir einmal runter und dann machen wir das. Ist doch super. Machen wir das doch. Mhm. Ah, ja, wir sehen, es wölbt sich langsam ein. Das wird dann wahrscheinlich unsere Bratpfanne. Ja. Das Ei wird angeschlagen, Spannung steigt. Eieiei, das verdunstet ja halb hier, das Ei. Ja, ja, von unten ist egal, von unten sehen wir es nicht, wir wollen es ja nur durchkriegen. Ja. Also ich würde mal sagen, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal Medium. Ja, ein bisschen Flamme geben wir noch. Boah, hier, das ist so richtig schön kross. Wir machen das. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Also ich würde denken, das können wir so gelten lassen, oder? Ja. Sind wir. Ich würde mal sagen, das ist ein Applaus wert, oder? So sieht das aus, wenn Karosseriebau auf Kochsendung trifft.